Alle reden über Sparen. Möchtest du wissen, wie man in einem Vollautomat Geld sparen kann? Ich bin der Jürgen, ich erzähle dir alles über Kaffee. Folge meinem Kanal. So gut wie alle Kaffee-Vollautomaten haben ein Problem. Die Brühtemperatur ist zu niedrig, was dazu führt, dass also wenig erwünschte Inhaltsstoffe ausgeschwemmt werden und der Kaffee dann eher flach schmeckt und nicht so intensiv. Um dem zu begegnen, bieten also viele Vollautomatenhersteller eine Stärketaste an. Das heißt, man kann also wählen, wie kräftig letztendlich ein Kaffee werden soll, indem man einfach die Kaffeemenge erhöht. Ich nenne diese Taste oder diese Funktion gerne immer die Röstertaste, weil für mich ist das gut. Die Leute verbrauchen unendlich viel Kaffee und viel hilft nicht viel. Das heißt, also ich habe zwar viel Kaffeemehl verbraucht, aber so richtig toll ist der Kaffee eigentlich nicht. Um also tatsächlich viel mehr Geschmack in den Kaffee reinzubekommen, sollte man tatsächlich hingehen und entsprechend den Mahlgrad einer solchen Maschine verstellen. Denn so feiner der Mahlgrad eben eingestellt ist, desto größer ist die Oberfläche, je mehr kann ausgeschwemmt werden und man erhält einen relativ vollmundigen Kaffee aus einem solchen Kaffeevollautomat.